Als Spieler stand er einst im Schatten vieler Prominenter. Als Trainer ist er längst aus diesem Schatten herausgetreten. In 10 Jahren habe ich ihn stets als angenehmen, nicht aber immer als bequemen Partner kennengelernt, der es aber auch gar nicht darauf anlegte, ins Lager der Bequemen überzusiedeln. Vielleicht war es auch gerade deshalb immer stets interessant, mit ihm zu plaudern. Ich glaube, es war auch psychologisch für Ihre Mannschaft wichtig, dass kurz vor der Pause noch der Ausgleich gefallen ist. Das war sehr wichtig, obwohl dieses 1-1, ich glaube, da stimmen Sie mit mir überein, nicht dem Spielverlauf entsprach. Wir hatten 5 bis 6 klare Möglichkeiten in der ersten Halbzeit. Dankeschön, Hans-Meyer. Es wird natürlich viel davon abhängen, wie es uns gelingt, gerade den Ausfall von Lindemann, der jetzt schon sicher ist, zu kompensieren mit entsprechenden Stärken, die wir ja haben. Sprich Einstellung zur Sache, Kampfbereitschaft und auch aus dem Mittelfeld heraus den nötigen Druck zu entwickeln, um hier gegen diese Mannschaft siegreich sein zu können. Hans-Meyer, wie werten Sie den jüngsten Erfolg im Intercup mit Blick auf die neue Saison? Sehr differenziert. International, wissen wir, zählt das gar nichts. Die IFC-Spiele werden eigentlich von allen Mannschaften überall in Europa dazu verwendet, sich gut auf die Meisterschaftsserie vorzubereiten. Dass wir trotzdem ein wenig stolz sind, das wird uns niemand verübeln. Wir haben mit der Erfurter Mannschaft bisher international noch wenig Gelegenheit gehabt zu spielen. Umso motivierter war die Mannschaft, das hat jeder gesehen. Ich sage immer, Foulspiel ist für mich Schwäche. Mhm. Ein Spieler, der körperlich topfit ist und seinem Gegenspieler überlegen ist, braucht nicht faulen. Der hat das nicht nötig. Ist schon die Handschrift des Hans-Meyer zu erkennen, wie irgendwo zu lesen war? Das höre ich überhaupt nicht gerne, weil man das nach 2 Spieltagen überhaupt nicht sagen kann, auch nicht nach 3 oder 4. Ich denke, da sollte man doch erstmal ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr abwarten. Also an irgendeiner Stelle weiß man im Fußball, dass in dem Augenblick, wo es auch theoretisch alles klar ist, dass man sich dann echt freuen kann. Also wünschen, wenn ich zu Hause im Bett liege, da tue ich mir sehr viel. Also auch Meister und Europacup-Sieger, alles. Aber ich gehe davon aus, weil ich mit der Mannschaft trainiere, im Gegensatz zu dem einen oder anderen Fan, dass wir offensichtlich in dieser Schlussphase auch Nerven zeigen. Das hat das heutige Spiel in der ersten Halbzeit auch wieder gezeigt. Ich glaube, es muss erstmal in diesen Mannschaften alles stimmen, was die Moral angeht. Und so, da stehe ich zum Beispiel absolut im Gegensatz zu dem, was sehr häufig auch die Journalisten, auch die Öffentlichkeit unseren Fußballern vorwirft. Ich glaube, dass in der Frage der Moral hier viel, viel mehr stimmt, als man uns im Allgemeinen immer wieder nachsagt. Man braucht also Moral, man braucht Einstellung, man braucht Optimales an Leistung in den Spielen. Das ist ja selten genug, das haben auch also große Mannschaften nicht, dass immer alle Spieler in etwa zur gleichen Zeit groß da sind. Man braucht, das habe ich eigentlich auch damals mit Jena nicht verhehlt, man braucht auch das Quäntchen Glück.